Und das Schlusswort, die vorerst letzte Rednerin in dieser Debatte, ist Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ. Sie ist auch Bundesfrauenvorsitzende. Wir diskutieren hier auch die 15a-Vereinbarung zur Basisbildung und zum Nachholen von Pflichtschulabschlüssen. Und wir stimmen hier zu. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch wenn wir in der Früh auch schon über das Thema Arbeitslosigkeit gesprochen haben, dass wir auch über das Thema Needs sprechen. Junge Menschen, die nicht in Ausbildung oder im Beruf sind. Und junge Menschen, die sehr oft vergessen werden, auch in der Diskussion. Und ich glaube aber, dass wir sie nicht vergessen dürfen. Und zwischen 15 und 24 Jahren hat die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen 6,8% betroffen. 6,8% im Jahr 2018. Im Jahr 2019 und 20 ist die Zahl auch noch gestiegen. 2020, die letzten Zahlen der Statistik Austria, sprechen von 71.900 jungen Menschen, die weder in Ausbildung noch in einem Job waren. Über 71.000 junge Menschen zu viel, würde ich meinen. Und ich glaube, dass ich mit dieser Meinung auch nicht alleine bin. Und wichtig für diese Needs sozusagen war vor allem auch die Ausbildungsgarantie bis 25. Die Ausbildungsgarantie bis 25, die 2017 damals noch von uns beschlossen wurde, aber 2019 dann mit 0 Euro budgetiert worden ist. Und das zieht sich leider durch. Und diese Ausbildungsgarantie hätte aber vielen jungen Menschen Chancen und Möglichkeiten zur Qualifikation, zur Weiterbildung gegeben. Und diese 0 Euro, die hier budgetiert worden sind, haben leider wirklich sich durchgezogen und ziehen somit eine sehr große Spur an junger Menschen mit Perspektivenlosigkeit durch die Landschaft, die nicht notwendig sein müssen. Statistisch häufiger als Need werden vor allem ältere Jugendliche auch bezeichnet, mit Migrationshintergrund oder auch in Städten. Und diese Faktoren sind sehr wichtig. Sie zeigen, diese Gruppe ist nicht homogen. Und deswegen braucht es insbesondere hier niederschwelliges, unterschiedliches, aufsuchendes Angebot auch und ganz, ganz intensive Nachbetreuung auch, um diesen ersten Schritt in die persönliche Selbstständigkeit auch zu begleiten und auch nachhaltig zu verankern. Weil wir wissen, hier entstehen natürlich auch volkswirtschaftliche Kosten. Hier entgeht quasi wirklich auch die Einnahme der öffentlichen Hand, wenn diese jungen Menschen nicht im Berufsleben Fuß fassen können, nicht in einer Ausbildung sind. Und ich glaube, hier muss der Fokus drauf gelegt werden. Es muss einfach ein gemeinsames Ziel sein, hier weiter an dieser Ausbildungspflicht bis 25 festzuhalten, hier wieder Mittel zu budgetieren und die einfach in den Fokus rücken. Aus sozialen, politischen und auch ökonomischen Gründen, glaube ich, müssen wir hier den jungen Menschen, den Needs, die nicht in Ausbildung oder in einem Job sind, einfach Perspektiven weiterschaffen. Danke.